Hallo Bastelfreunde, heute will ich euch zeigen, wie ihr aus einem normalen DIN A4 Blatt solch ein Papierboot bauen könnt. Als erstes nehmen wir das DIN A4 Blatt hochkant und knicken es in der Hälfte. Dieses knicken wir dann nochmal in der Hälfte, so dass wir eine schöne Mittellinie erhalten. Dann nehmen wir uns die rechte obere Ecke und legen sie auf die Mittellinie. Das gleiche wiederholen wir mit der linken Ecke. Nun hat sich unten eine Lasche gebildet. Diese klappen wir einmal nach oben, drehen das Blatt und wiederholen den Vorgang. Sollte so aussehen. Jetzt klappen wir beide überstehenden Ecken nach hinten und die hinteren nach vorne. Jetzt nehmen wir die Öffnung und ziehen sie einmal auseinander. Den Vorgang nochmal wiederholen. Nachdem wir dies getan haben und die Öffnung zu uns zeigt, klappen wir wieder die unteren Ecken auf die obere. Drehen das Blatt und wiederholen dies. Wenn wir das getan haben, sieht das Ganze so aus. Nun greifen wir wieder in die untere Öffnung und ziehen sie auseinander. Den Vorgang noch einmal wiederholt. Das ist die Ausgangsposition. In die Öffnung greifen und auseinanderziehen. Was ihr jetzt nur noch tun müsst, ist die oberen beiden Ecken auseinanderziehen, unten ein wenig glatt ziehen und an den Seiten. Und fertig ist euer Papierboot.